Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt TV. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und wir spielen eine Partie Schnellschach. Heute mal 7 plus 5, weil ich einfach gerade mal 10 Minuten vorm PC saß und niemand angenommen hat die Challenge. Also es war wirklich locker 10 Minuten und ich weiß nicht, was da auf Features heute Morgen los ist. Und jetzt hat jemand hier eine Partie angeboten und ich dachte mir, können wir auch mal machen, dann dauert das Video vielleicht nicht ganz so lang. Am Brett ist Aljechen und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier nie so ein richtiges Repertoire dagegen gehabt. Habe gerade irgendeine russische Nachricht bekommen von meinem Gegner. Vielleicht, weil ich nicht gespielt habe. Und ich zeige euch einfach mal, was ich normalerweise dagegen spiele. Ganz wichtig für alle, die zum ersten Mal einschalten. Ich versuche hier ganz besonders zu kommentieren und also viel Pläne. Also ich verhänge mich nicht in Varianten, verhedder mich nicht in Varianten, sondern versuche eher so grobe Pläne zu erklären. Diese öffnen wir mit Springer C3 und D5. Ich schlage, Springer schlägt. Ah, hallo aus Straßburg. Hi. Springer schlägt und Läufer C4 spiele ich hier. Und man muss ehrlich sein, in dieser Öffnung, also es gibt Besseres für Weiß, weil ich der prinzipielle Weg, diese Öffnung zu spielen, wäre hier Raum zu gewinnen, E5, D5, schön viel Raum gewinnen und alles so voll pflastern mit Bauern, die man dann aber gut deckt. Teilweise spielen die Leute auch noch C4. Also C4, dann stehen hier überall Bauern. Ich spiele gern diese Variante, weil ich aktive Figuren mag. Läufer B3, Springer C6. F3. Hier geht Läufer G4 nicht. Zum Beispiel wegen Läufer schlägt F7 Schach und dann holt man sich die Läufer. Springer A5, den Zug kenne ich überhaupt nicht. Der sieht aber auf den ersten Blick sehr logisch aus, weil Schwarz einfach mal sein Auge auf mein Läuferpaar wirft. Die Frage ist, ob ich das überhaupt irgendwie verteidigen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube trotzdem nicht, dass der Zug so gut ist, weil er ziemlich viel Zeit verschwendet, den Läufer zu holen. Was ich kurz trotzdem rechnen muss, auch wenn jetzt viele denken, oh, was macht der da? Aber Läufer schlägt F7. Muss man rechnen, der Gegner, die Springer helfen gar nicht und ich habe hier trotzdem aktive Figuren. Läufer schlägt F7, der König schlägt. Ich gebe einen Schach mit dem Springer, entweder hier oder da. Lassen wir mal offen. Der König geht zum Beispiel zurück. Ich gebe über E5 Schach, der König geht zurück, ich gebe Schach, dann muss der Bauer zwischen, dann nehme ich und stehe auf Gewinn. Der Springer hängt und der Turm, also das heißt, auf das Schlagen, König schlägt, Schach, kann der König nicht zurück. Sagen wir, der König geht nach G8 dann, und Springer steht hier, der König auf G8. Ich glaube, dann könnte hier auch wieder, da haben wir K5 sehr gut sein. Ja, es tut mir leid, dass ich diesen Zug nicht spiele. Ich, wir analysieren das gleich direkt. Ich glaube nämlich, hier funktioniert Läufer F7. Ich traue es mich aber einfach nicht. Also man muss auch vernünftig bleiben und es ist nicht vernünftig, hier jetzt den Läufer zu opfern in einer Partie, in der man nicht mehr so viel Zeit hat, um das wirklich richtig zu berechnen. Läufer G4, jetzt kann der Gegner natürlich hier auftrumpfen und ich habe keinen Läufer, schlägt F7, aber ich spiele H3. Der einzig richtige Weg, glaube ich, diese Stellung zu spielen, ist jetzt aktiv und energisch. Sprich, vielleicht sogar G4. Muss aber trotzdem erstmal meine Figuren entwickeln. Ich spiele sogar diesen, es wäre ein Bauernopfer, wenn jetzt der Läufer schlägt, Dame schlägt und Dame schlägt. Ich bin dann immer noch bereit, dieses Opfer zu spielen. Weil ich glaube, dass ich dann sehr, sehr aktive Figuren kriege, zum Beispiel mit Läufer E3. Und außerdem könnte ich auch noch auf B7 nehmen. Also in dieser Stellung ist irgendwas schief gelaufen, in dem Sinne, dass das Läuferpaar weg ist und ich noch keine greifbare Initiative habe. Auf der anderen Seite bin ich halt besser entwickelt. Mein König ist schon fertig hier. Der Turm ist ready. Der Läufer findet noch gute Felder. Also zumindest ein gutes Feld. Dauert wahrscheinlich einen Zug, bis der irgendwo steht. Und dann können wir eigentlich auch so starten, aktiv zu spielen. Was ich hier auch interessant finde, ist G4 und Springer E5. Und ich bin nicht unzufrieden. Mal schauen, ob der Vorstoß D5 funktioniert. Schlägt.
Hier schlägt. Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, ich spiele hier G4. Wobei, ich warte erst so ein bisschen rochiert. War auf G4, Läufer G6, Springer hier kann er zum Beispiel. Nee, sorry für das viele hin und her. Das Problem ist an G4, sowas macht man eigentlich sehr, sehr, sehr ungern, bevor der Gegner rochiert hat, wegen dem Zug H5. Hier funktioniert H5 aber nicht, weil ich den Läufer rausnehme. Was ich aber eigentlich nicht machen will, ist den Läufer direkt rauszunehmen, weil dann der H-Bauer schlägt. Ich glaube, ich hätte mit G4 noch kurz warten sollen. Aber das ist jetzt zu spät. Es war für mich einfach ein schöner Weg, hier Aktivität zu holen. Wenn der Gegner jetzt rochiert, sieht die Welt auch alles, ist auch alles in Ordnung. Läufer D6, okay, jetzt ist die Frage, ist es wirklich eine Drohung hier zu nehmen? Also, wahrscheinlich nicht. Eigentlich muss ich diesen Läufer jetzt unbedingt entwickeln, mache ich auch. Der geht nach F4, keine große Diskussion. Auf F4 ist auch das Schöne, dass der Läufer hier auf G3 und H3 noch, also diese Felder noch kontrolliert. Also ich stehe auf der richtigen Diagonale, weil durch diese Eskapaden, die ich hier mit H3 und G4 gemacht habe, habe ich auch irgendwie meinen König geschwächt. Also nicht nur irgendwie, der ist geschwächt. Und der Läufer ist jetzt ein bisschen hier und sichert noch Felder ab. Ah, Dame H4. Jetzt die große Frage, ob mir jetzt schon auf die Füße fällt, was ich da begonnen habe. Könnte sehr gut sein. Also ich muss diesen Punkt hier decken. Wenn der fällt, war es das. Das heißt, zwei Optionen. König G2 und Dame F3. Das sind auch die Züge, die einzigen Züge, die ich hier rechnen werde. Dame F3 ist einfach an sich ein schöner Zug, weil damit drohe ich auch so ein bisschen hier alles ein bisschen abzutauschen. Was aber nicht so schön daran ist, ist, dass dieser Bauer hier hängt, aber ich glaube, das ist, wird sich nicht verhindern lassen. Das Schöne an der Gegner schreibt, Schachmatt ist nicht ausgeschlossen. Ja, das ist wahr. Das Schöne an König G2 ist, dass ich Läufer G3 habe. Ja, ich spiele König G2. König G2 hat auch noch eine andere Idee. Der Turm kann nämlich nach H1 generell. Zur Verteidigung ist der Turm manchmal gar nicht so schlecht. Und mein nächster Zug ist wahrscheinlich Läufer G3. Die Damen hier rausschubsen, auch wenn er H5 spielt. Vielleicht Läufer G3. Oder je nachdem vielleicht auch den Läufer nehmen. Aber das schauen wir uns dann konkret an. Als weitere Ideen auf jeden Fall Dame F3. Jetzt hier viel zur Verteidigung holen. Aber, also, nur dass ihr euch nicht wundert, warum ich sowas Komisches gemacht habe. Ich habe hier auch, also, ich habe hier Potenzial, die Stellung einfach aufzulösen und mir den Läufer zu holen, weil mein Gegner hat ja das Läuferpaar. Ich habe hier noch andere aktive Züge, Springer B5, Springer E4. Und der Turm steht auf der A-Linie gut, verhindert zum Beispiel die lange Rochade. Also verhindert, in Anführungsstrichen, er könnte schon lang rochieren. Ich nehme dann auf A7, der König geht zum Beispiel irgendwann nach B8 und ich gehe wieder zurück. Das wäre zum Beispiel eine Idee, aber ich glaube nicht, dass er hier den Bauern opfern will. Ja, okay, H5. So, den hätten wir auch schon rechnen können, aber ich wollte noch ein bisschen die Stellung erklären. Jetzt zwei Züge. Erste, der interessante ist erstmal der Schlagzug. Immer Schach- und Schlagzüge zuerst anschauen, weil dann muss der Gegner, hat nur wenige Möglichkeiten zu reagieren. Wir haben wahrscheinlich auch noch einen dritten, nämlich Springer F3. Aber okay, Springer schlägt G6. Bauer schlägt zurück, weil die Dame hängt, muss er irgendwas machen. Dann könnte ich zum Beispiel... Bauer schlägt zurück. Dann hängt auch dieser hier mit Schach. Also eigentlich will er diese Stellung, glaube ich, nicht. Wenn ich die dann überlebe, stehe ich wohl ziemlich gut. Okay, also ich springe G6, ein ganz heißer Kandidat, nur noch ganz kurz. Der andere wäre Läufer G3, auf den die Dame irgendwie ziehen muss, sagen wir mal hier hin. Und dann kann ich auch die Stellung sehr schön schließen, wahrscheinlich mit H4 und G5. Aber das Nehmen hier ist viel zu verlockend. Weil, schaut euch mal an, jetzt muss der Gegner den Springer zurücknehmen, sonst hängt die Dame. Also er könnte die Dame opfern, aber okay, macht keinen Sinn, habe ich gerade kurz gerechnet. Bauer schlägt und jetzt hätte ich hier einerseits einen Schach. Sagen wir, auf das Schach zieht der König. Die Frage ist nur, ob das nicht zu frech ist, jetzt Schach zu geben und der König kann mit Tempo den Turm angreifen. Dann ziehen wir zum Beispiel den Turm nochmal.
Aber das Problem ist, die H-Linie ist zu gefährlich. Nee, ich spiele meinen ursprünglichen Plan einfach Läufer G3. Läufer wird wahrscheinlich schlagen. Wir schlagen mit dem Bauern zurück. Die Dame hängt dann wieder. Die muss ziehen. Und wir haben jetzt dann keinen riesen Vorteil geholt, aber E6 ist eine wirkliche Schwäche, die dem Gegner auch wehtun wird. Und das Läuferpaar ist vom Brett. Und eigentlich war es eine recht effektive Verteidigung. Ich bin mir bei dieser Partie aber auch sicher, dass es bestimmt bessere Wege gab, für mich zu spielen. Hier in dieser Stellung als zu schlagen. Oder vielleicht kann man hier auch zwischenschlagen. Aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Und ganz, ganz wichtige generelle Regel. Merkt euch das. Das ist wirklich wichtig. Wenn ihr wenig Zeit habt, dann haltet die Stellung simpel. Und das wurde mir schon so oft gesagt. Und ich habe es dann so oft nicht gemacht. Man kommt dann mit der Zeit darauf, dass man so oft verliert, weil man einfach die Stellung, wenn es obwohl man so wenig Zeit hat, obwohl man in Zeitnot ist, dass man die Stellung dann nicht vereinfacht und teilweise noch komplizierter macht, also genauso spielt, wie man normalerweise auch spielen würde. Genau, das, ich hoffe, dass ihr das mitnehmen könnt. So, jetzt hängt die Dame und dieser Bauer hängt. Die Dame hat zwei Felder, diese und diese, auf denen sie den Bauern decken kann. Und okay, Dame E7. Hier ist, glaube ich, ein interessanter Plan, einfach D5 zu spielen. Ja, ich spiele auch D5. D5 sieht sehr aktiv aus. Der Bau ist gefesselt. Alternativen gibt es hier auf jeden Fall auch eine Menge. Springer E4 zum Beispiel. Einfach den Springer irgendwie aktivieren. Ist ein bisschen langsam, aber zum Beispiel könnte man auch Dame E2 spielen. Droht den Bauern zu nehmen. Okay, lange Rochade, krass. Ich dachte eigentlich Turm E6. Spiel auch Turm E6. Und wenn jetzt der Gegner alles abtauscht, dann habe ich halt einen Bauern mehr. Zu einem Endspiel mit Bauern mehr sage ich generell eigentlich nie oder sehr selten nein. Wobei dieser Bauer, den ich hier mehr habe, der fällt wahrscheinlich. Vielleicht wäre hier auch einfach simpel und gut gewesen zu nehmen. Und er droht dann nicht auf D5 zu nehmen. Ja, das wäre besser gewesen. Turm schlägt A7 wäre. Schauen wir uns gleich in Analyse an, ob die Engine das auch so sieht. Aber ich glaube, Turm schlägt A7. Und dann habe ich erstmal den Bauer gewonnen. Und den gewinne ich wahrscheinlich auch noch. Weil wenn Springer schlägt, schlage ich zurück. Und auf Turm schlägt, schlage ich den Turm. Okay, aber er spielt damit C5. Er will gar nicht hier den Turm nehmen. Oder sie. Droht. Jetzt ist die Frage, wir haben wenig Zeit, aber droht. Droht Schwarz was, also den Bauern zu nehmen zum Beispiel. Ja, das sieht schon unangenehm aus. Aber fressen. Das ist wenig Zeit, aber ich hier, also den Bauern zu nehmen, sieht sinnvoll aus. Also zum Beispiel auf Springer schlägt, geben wir Schach und nehmen danach noch den Turm. Und wir haben halt jetzt erstmal zwei Bauern mehr. Der Gegner kann natürlich hier immer, der Bauer, der wird fallen, aber wir haben immerhin einen Bauern im Endspiel mehr. Man muss aufpassen, weil der Gegner kann hier schnell Aktivität entwickeln, zum Beispiel mit Turm F8. Droht auf F2. Es ist eine sehr zweigespaltene Stellung. König B8, okay. Oh, wenig Zeit, aber der Turm sollte ein sicheres Feld finden und eigentlich macht nur A1 Sinn. Ich hätte gern irgendeinen coolen Turmzug gespielt, so eine irgendwo, wo er dann auf einmal aktiv auf eine Reihe ist statt einer Linie und das mache ich auch sehr gerne, aber hier muss er einfach zurück, weil er bringt auch nichts auf diesen Feldern. Okay, jetzt muss ich ein bisschen beeilen. Springer schlägt. Eigentlich würde ich gerne jetzt mit der Dame hier auf die A-Linie kommen und matt setzen. Aber man muss auch sehr vorsichtig sein, weil der Gegner droht hier auch Springer E3. Also nehme ich. Und ja, der Turm schlägt, ist der forcierendere Zug. Aber dann wird die Stellung, glaube ich, sehr, sehr gefährlich für ihn, weil ich okay, Turm schlägt. Jetzt muss auch was kommen. Nee, also von der Idee her Dame B1 und Dame A2 ist halt sehr passiv und funktioniert, glaube ich, eher nicht so gut. Muss jetzt sehr vorsichtig sein. Weil dieser Bauer hier, den will ich nicht verlieren. Okay. Ich habe Angst vor dem Zug Turm D8. Droht Turm D2. Und auf Turm D8 glaube ich
Also ich drohe jetzt auch gerade Matt, das muss. Ah ne, ist kein Matt. Turm E8, aber dann kann noch nach, mit Turm D8 dazwischen. Aber ich spiele auch auf Turm D8. Das war der Grund, weshalb ich jetzt doch Dame E2 gespielt habe. Spiele ich, glaube ich, Turm E8. Und jetzt ganz wichtig, in Schwerfiguren-Endspielen ist Harakiri. Da kann alles passieren. Da ist meistens so viel Potenzial in den Stellungen. Und ein Bauer ist hier sehr wenig bedeutend. Deswegen, okay, schlagen, das scheint sinnvoll. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden, wenn wir ein bisschen was abtauschen. Okay. Ich nehme diesen Turm, weil ich will, dass der hier so ein bisschen passiver. Ja, ich denke mal, der Turm muss zurückschlagen. Okay, und hier hat die Dame Schachs und so, aber das soll mich jetzt erstmal nicht weiter. Oh, doch, vielleicht stört's mich doch. Ah, ich muss hier hin. Ich muss nach H4. Glaube ich zumindest, wenn ich jetzt hier. Ich würde gerne den Bauern nehmen, aber. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich die Linie jetzt öffne, wird der Gegner sehr aktiv. Der wird aber an sich sehr aktiv nach dem Zug G5. Wenn er versucht, die H-Linie zu öffnen, ist aber alles nicht so schlimm, denke ich, weil ich habe hier noch genug Verteidigungsressourcen. Schach, okay. König. G1 vielleicht. Nein! Nein! Eieiei. Oh nein. Also mein Tipp ist, nach König G1 stehe ich, besser. Was sagt die Engine? Ausgleich. Wenn, dann eher schwarz. Okay, ich dachte König G1. Ich habe einen Bauer mehr und denke ich hier auch wirklich keine schlechten Chancen. Der Gegner ist aber auch aktiv. Wir schauen uns diese Partie an. Auf Zeit verloren habe ich lang nicht mehr. Muss da irgendwann mal passieren, wenn man immer so an der Zeitnot kratzt. Diese Öffnung hier, sehr, sehr interessant. Springer B6. Läufer B3. Springer C6. Und hier hat man halt viele Tricks. Das ist das, was ich meinte. Deswegen spiele ich die. Aber ehrlich gesagt, kommt die noch aus meinen Kindertagen. Läufer G4. Verliert wegen Schach. Schach. Der Läufer hängt. Hatte ich übrigens mal gegen Vincent Kamer am Brett, als er noch schwächer war, aber schon deutlich stärker als ich. Er war schwarz. Aber er hat trotzdem noch gewonnen. im Blitz. Okay, das wurde immer weniger spannend. Hatte ich gegen Vincent Kamer, oh, aber dann, ja, es war ein Blitz und er hatte gleich 2-4 zu dem Zeitpunkt. Ja, okay, Springer A5, das schauen wir uns gleich an. Was aber auch noch wichtig ist, ist hier E5. Gegen den würde ich zum Beispiel rochieren. Man kann immer noch, oder man kann jetzt hier, nee, ich spiele hier D3, genau, und auf Läufer G4, jetzt kann man Läufer G4 spielen, aber was ich hier eigentlich erzählen wollte, ist, diese Stellung hier, dieser Stellungstyp ist ziemlich interessant, weil man hier einfach einen ziemlich aktiven Läufer hat und auch wenn die Engine nur plus 0,2 sagt, kann ich euch sagen, Weiß hat zwar kein Zentrum im Bauern, aber wird doch sehr, sehr aktiv, auch mit dem Turm auf der E-Linie. Aber okay, Springer A5 und hier funktioniert Läufer F7 nicht, das freut mich schon mal, König F7, ich dachte Springer E5 Schach und er geht nach G8. Nach E8, das ist das, was ich meinte, kann man Schach geben. Bauer geht dazwischen. Schlagen. Oh, ich dachte, die Stellung ist ziemlich gut für Weiß. Oh, okay, aber Schwarz scheint genug Kompensation zu haben. Okay, kam ja nicht aufs Brett, sondern Rochade. Schlagen, schlagen. Und Weiß steht ein bisschen besser. Liegt wahrscheinlich an der Entwicklung. H3, H5, D4, E6. Turm 1, eigentlich alles normal. Und hier G4, voreilig, aber die Engine findet es nicht so schlimm, wobei die kann auch extrem gut verteidigen. 4, eigentlich eine gute Partie, würde ich sagen. Hier wäre Dame F3 und König G2, genau die zwei Züge, die ich meinte. Dame F3 wäre noch ein bisschen besser gewesen als König G2, zumindest laut der Engine. H5 und die Stellung ist verloren. Krass, krass, krass. Springer schlägt, Bauer schlägt. Ich habe euch gesagt, hier gibt es irgendwas Gutes. Turm E6. Ich hatte ein bisschen Angst vor König D7. Und jetzt einfach Läufer G3. Ja, stimmt. Natürlich. Läufer G3 und die Dame hängt und die hängt auch hier immer noch. Und dann zieht die wieder zurück. Und Turm G6, die Stellung ist einfach verloren. Krass. Das hätte man sehen sollen. Hätte ich vielleicht auch mit ein bisschen mehr Zeit und ohne Kommentar gesehen. Aber es ist keine Ausrede. Läufer G3 war in dem Fall einfach meine Intuition. Steht auch immer noch gut. Hier wieder das Zwischenschach
führt in dieselbe Stellung, einfach nicht gesehen. Und diese Stellung, da ist D5 ein bisschen ungenau. Einfach die Figuren aktivieren, vielleicht die Türme verdoppeln, glaube ich, könnte besser sein. Aber mit Engine redet sich's auch leicht. Ja. D5, lange Rochade, Turm E6. Ja, die Stellung ist gut. Das Schlagen war ungenau, krass. Turm E5, deutlich besser, einfach diesen Bauern verteidigen und Bauer mehr, ja. Und immer noch aktive Figuren, also vielleicht, okay, vielleicht nicht Springer B5, aber König B8 wahrscheinlich der beste Zug. Und jetzt einfach hier irgendwie versuchen zuzumachen, die Engine meint H4 oder erstmal nehmen. Man ist jetzt auch mit dem Turm nochmal drauf. Sogar zwei Bauern mehr, ja. Okay, Turm A7 war ein bisschen gierig, weil der Gegner jetzt Zeit gewonnen hat. Also ich habe ihm sozusagen das Zugrecht übertragen und auf einmal wird er aktiv, nehmen, Turm schlägt. Und hier ist es eher gefährlich für mich als für den Gegner. Anders als ich in der Partie dachte. Schach, schlagen und die Stellung ist einfach ausgeglichen. Wenn nicht die Zeit abläuft. Ja. Okay, das passiert. Man muss wirklich die Uhr immer im Auge behalten. Das habe ich jetzt gerade selbst nicht beachtet. Mir war es so, ich habe das als Kind eigentlich gelernt, weil ich viel Turniere gespielt habe und da verliert man am Anfang ein paar Mal auf Zeit, aber es bei Kindern, irgendwann schauen die immer auf die Zeit und sehen das. Ich habe damals noch an diesen analogen Uhren gespielt, wo so ein Plättchen oben war. Das heißt, man wusste nicht genau, ob man jetzt noch 30 Sekunden oder nur noch 5 hatte. Und das war schon immer ziemlich krass. Naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was ich aus dieser Partie mitnehmen würde, ist erstens, die Eröffnung ist ganz interessant. Diese Idee, das Zentrum absichtlich nicht zu besetzen und dabei Figuren zu entwickeln, wurde auch eine schöne Stellung. Wir hatten Fettentwicklungsvorteil. Und dann, ja, das sollte man eigentlich mit dem König hier nicht machen. Aber eigentlich könnt ihr auch eine ziemliche Lehre ziehen mit der Zeit. Also ich habe auch noch extra, also weil nicht extra, aber ich habe noch mir eine Partie ausgesucht, wo ich weniger Zeit habe und verliere dann auf Zeit. Wie, das ist wirklich krass. Naja. War trotzdem eigentlich, denke ich, eine ziemlich interessante Partie, vor allen Dingen mit dem Vorstoß. Man stand gut, aber so ein bisschen ungenau gespielt, hier ein bisschen zu gierig und auf einmal steht der Gegner gut. Und zumindest steht der Gegner aktiver und dann war genau das, die Stellung war kompliziert. Ich bin vor eine schwierige Entscheidung gestellt worden. Hier, Dame C6. Und habe auf Zeit verloren. Ja. Zeitmanagement, extrem wichtig. Noch eine letzte Regel, die mir gerade eingefallen ist, das habe ich jetzt schon öfter von ziemlich starken Spielern gehört, dass man versuchen sollte, wenn man Langzeit spielt, nicht länger als 15 Minuten an einem Zug zu überlegen, außer es gibt eine ziemlich konkrete Rechtfertigung, wie hier super taktisch und es geht jetzt, die Partie dauert sowieso nur noch 5 Züge, weil eine Seite matt gesetzt wird oder so. Aber typischerweise, wenn ihr nach 15 Zügen, wenn ihr 15 Minuten immer noch keinen Zug gefunden habt, im Langzeit, dann spielt einfach. Dann spielt den Zug, den ihr für besser haltet, gebt euch nochmal eine Minute oder so. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Regel, weil ich finde mich im Langzeit auch ab und zu in Schleifen, wo ich dann eine Dreiviertelstunde am Brett hocke und auf einmal in Zeitnot bin. Und dann passiert nämlich sowas. Ja. Lasst ein Abo da, liked das Video. Wenn ihr Lust auf eine Spende habt, freue ich mich riesig. Und Gruppentraining, es sind auch noch Plätze frei. Macht's gut. Ciao.